Hey, hast du schon mal wieder splitboarden und weißt aber nicht, auf was du dich achten sollst? In diesem Video zeigen wir dir die wichtigsten Basics für dein erstes Splitboard-Erlebnis. Beim Splitboarden ist wichtig, dass du dein Setup im Warmen und Trocknen zuerst ein paar Mal auseinandergenommen hast und wieder zusammensetzt, so dass sich der Ablauf automatisiert und möglichst schnell im Gelände bist. Zu dem Splitboard-Setup gehören folgende Sachen: Splitboard, Snowboard Boots, Splitboard Binding, das Fell, verstellbare Stöcke, Backcountry-Rucksack inklusive deiner Notfallausrüstung und gute und funktionale Kleidung. Um dein Splitboard zusammenzubauen, fangen wir als allererstes bei deiner Bindung an. Die Bindung tun wir hier bei unserem Burton Snowboard vorne aufklicken und gegen hinten rausziehen. Anschließend kannst du bei Nose und Tail die Klappe aufdrehen. Dann ist nur noch wichtig, dass du das Brett auseinanderklickst und zuerst mal wegstellst, damit du deine Fälle parat machen kannst. Bei deinen Fällen ist es wichtig, dass du dich am Abend voran sauber austrocknen lässt. Bei den Fällen kannst du selber spüren, in welche Richtung dass die Fälle bremsen sollen und in welche Richtung dass sie mitlaufen sollen. Bevor du die Fälle montierst, ist es wichtig, dass du mit einem Lumpen oder einem zweiten Bandana deine Unterfläche vom Snowboard schön trocken reibst. Beim Fell anbringen fängst du am besten bei der Nose oder beim Tail an und schaffst dich von oben gegen oben, so dass es möglichst wenig Luftlöcher gibt. Bist dir also im Voraus bewusst, wo oben und unten ist, da das bei jedem Fell unterschiedlich sein kann. Anschliessend kannst du deine Ski auf den Schnee legen, mit den Innenkanten gegen außen. Der nächste Schritt ist deine Bindung. Je nach Splitboard-Bindung ist die auch wieder verschieden zum Anbringen. Bei unserer Bindung kannst du im Vorderbereich das einführen und musst sie anschliessend nur noch einklicken. Wichtig bei deiner Bindung ist, dass deine Schnallen gegen außen zeigen, dass du beim Anziehen von deiner Bindung möglichst schnell und effizient sein kannst. Anschließend ist es Zeit, deinen Rucksack anzuziehen und deine Stöcke auf deine optimale Höhe einzustellen. Bei deiner Kleidung geben wir dir als Tipp mit, möglichst viele verschiedene Schichten anzulegen, dass du dich beim Anlaufen, wenn du heiß hast, kannst ausziehen und beim Runterfahren wieder warm einpacken kannst. Wichtig beim Anlaufen ist, dass du deine Gurgel im Rucksack verstaust und im besten Fall eine Sonnenbrille anziehst. Da du beim Anlaufen warm bekommst, kann dein Gurgelglas anlaufen und du dementsprechend auch gerne frieren. Beim Splitboard ist es wichtig, dass du deinen Rhythmus beibehaltest und deine Kräfte einteilen. Um das Anlaufen angenehmer zu machen bei steileren Partien, kannst du deine Steighilfe runterklappen. Es gibt zwei verschiedene Arten, zum Kurven zu laufen. Im nicht so steilen Gelände machst du die runde Kurve und im steilen Gelände machst du den Kickturn. Beim Kickturn starten wir mit dem inneren Fuß und drehen und gehen nachher anschliessend mit dem äußeren Fuß nach. Wie du siehst, lohnt sich der Kickturn einige Mal im Gelände zu üben, weil er doch nicht ganz so einfach ist, wie man denkt.